zwischen Wäldern und Hügeln geborgen, liegt im Herzen der Schweiz das Emmental. Es ist nur eines der vielen Täler, in denen sich seit Jahrhunderten freie Dorfgemeinden als Urzellen der lebendigen Demokratie bewähren. Der Mensch steht hier noch im Mittelpunkt der Gemeinschaft. Auch Jakob Leuenberger herrscht in seinem ländlichen Reiche wie ein republikanischer König. Meine Heimat ist nicht gross, aber auf dem eigenen Grund und Boden regentet mir niemand rein. Und das ist viel wert. Meine Frau, Anna, ist mir ein guter Gespanner. Sie hilft mir zur Sache schauen, zu Haus und Heim, zu den Kindern und zu den Tieren. Ich weiss, was ich daran habe. Mein Jüngster, Vreneli, geht das vierte Jahr zur Schule. Salut, Vreneli. Salut, Mutti. Der Toni, mein 12-jähriger Bub, hilft mir schon recht brav werken. Zu der Fehwar schaut mir einen gewagelten Melcher. Er hat seinerzeit schon bei meinem Vater gemolken und gehört ganz zur Familie. Der Toni fährt des Tages zweimal mit der Milch in die Hütte. Den Sommer habe ich besonders barbös mitwerken. Mein jüngerer Bruder, der Fritz, ist in der Rekrutenschule. Und jetzt muss ich alles alleine erzwängen. Die Käserei haben wir Bauern zusammenhaft bauen. Wir sind eine Genossenschaft und haben einen Käser angestellt, der uns zu ausmessen, das Anknen und Käse von der Milch abnimmt. Was jeder Genossenschafter liefert, wird exakt gewogen und ihm gut geschrieben. Milchzahlung ist alle Monat. Und am selben Abend gehe ich auch gerne ins Schulhaus. Die meisten von uns Bauern tun noch selber wachen. Das Gewächs tut der Hans die Mülle bringen. Die Maltersäcke mit der Jahrzahl und einem Familienzeichen hat die Mauergrossette anno 1843 noch selber machen. Seitdem hat manches geändert, in der Schweiz und in der Welt. Aber die Basis der bäuerlichen Existenz ist im Emmental noch gesund und fest geblieben. Schwere Gedanken bewegen Jakob Leuenberger beim Pflügen. Die Gemeinde plant, eine Straße zur Kiesgrube des Dorfes durch sein Feld zu führen. Du Vater, was soll der Schwerli da? Das hat der Geometer gesteckt. Er soll dann einen Weg gehen, Wald suchen. Als Gemeinderat hat Jakob Leuenberger die Möglichkeit, seinen persönlichen Standpunkt vor der entscheidenden Behörde selbst zu verteidigen. Unser Grossmütti ist nach Grossettis Tod ins Stöckli übergezügelt. Aber in den grossen Werk kommt es dem Englisch ins Haus zurück, für dem Söhne das Weib in der Küche etwas abzunehmen. Das Nachtessen ist gegen selben Augenblick, wo die ganze Familie am Tisch zusammenkommt. Du Vater. Lieber Gott, für Speis und Trank sagen wir dir tausend Dank. Wo du waltest, hat es keine Not. Wo du segnest, gibt es Brot. Amen. 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 Zeig einisch. Machen Sie denn nicht Strub heute Morgen? Ja, das wird ja nicht ums Töten gehen. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, Vater. Während sich Jakob Leuenberger an die Gemeinderatssitzung begibt, bringt seine Frau die Kinder zu Bett. So, schlief ungere. Gute Nacht, Vreneli. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht, Toni. Gute Nacht, Mutti.
Guten Abend, Gemeinderat. Grüß dich, Emmi. Die einfachste Lösung ist die, wir müssen mit dem Weg für die neue Griengrube da der Bachmatte vom Leuenberger fahren. Da müsst ihr. Ja, du weißt es doch, oder? Von rechts her kommen wir nicht durch, wegen dem Bahngleis. Und von hinten vorne müssten wir ja zuerst eine Brücke machen über den Teufgraben. Und das käme doch viel zu köstlich. Und dann müsst ihr durch mein bestes Land durch. Das ist einfach nicht anders zu machen. Und da im Bühl oben, da hat es dann kein Grün. Da hier. Da wäre nichts geholfen. Das ist schlechtes Grün. Für was haben wir eigentlich überhaupt eine Sitzung? Wie schon alles abgekartet ist? Nein, Jakob. Wir haben nichts abgekartet zusammen. Das Gutachten vom Geometer ist diskutiert worden. Das weißt du so gut wie wir auch. Und jetzt wollen wir offen und ehrlich darüber abmehren. Wer dem geplanten Weg der Leuenberger Jakobs Bachmatte zustimmen will, soll die Hand aufhaben. Leuenberger muss sich dem Willen der Mehrheit beugen, welche den Bau der Straße durch sein Feld nötig und richtig findet. Der Alltag in der Demokratie kennt nicht nur die Bürgerrechte, sondern ebenso oft Bürgerpflicht und Unterordnung. Dazu gehört die allgemeine Wehrpflicht in der Milizarmee, die der Verteidigung des demokratischen Staates dient. Auch Jakob Leuenberger trägt als Kavalleriewachtmeister sein eigenes Gewehr. Jeder Schweizer Soldat nimmt zwischen den einzelnen Dienstperioden seine Waffe und die persönliche militärische Ausrüstung mit sich nach Hause. Ich will gerne das obligatorische Schießen. Ja. Neben dem jährlichen Wiederholungskurs hat jeder Dienstpflichtige in Zivil das obligatorische Schießprogramm der Armee zu erfüllen. Mit 6 Schüssen auf die Fünferscheibe müssen mindestens 6 Treffer und 14 Punkte erreicht werden. Leuenberger 5! Die neumodischen Methoden des jungen Dorflehrers passen manchem Bürger nicht zurecht. An diesem Samstagnachmittag macht er sogar einen Ausflug mit der Klasse. Brennerli! Grüß dich, Vreneli. Wo geht ihr hin? Ich will. Grüß Gott, Herr Leuenberger. Grüß dich, Herr Lehrer. Also bitte recht auf mich, gell? Leuenberger hat Verständnis für den jungen Lehrer und er wird heute Abend in der Gemeindeversammlung für seine Wiederwahl eintreten. Mir wollte immer gar nicht passen, dass er so viel geht spazieren mit diesen Burschen. Die gehören in die Schulstufe nicht. Wenn sie etwas lernen sollen, die ganze Zeit nur den Sommerschwanzen, auf die Neumann des Jahres könnte ich schliesslich auch Schule haben. Ich verdanke das Wort, Tom. Wem darf ich weiter das Wort geben? Gefäller, der hört mir lang. Er versteht einfach zu Hause nicht und sparen. Der Altschulmeister hat auch für Bücher und Heft und die Sache 500 Franken ausgegeben. Und der jetzige braucht das Doppelte. Und das ist geüdet. Darum bin ich gegen ihn. Ich verdanke die Ausführungen vom Gefäller. Der hat noch so ein lustiges Hütchen an. Ich ersuche die Männer, für Kritik sachlich zu bleiben. Herr Präsident. Leuenberger Jakob. Herr Präsident, werte Mitbürger. Ja, mir passt doch nicht gerade aus, was der Lehrer macht. Aber wir wollen doch nicht kleinlich sein. Spazieren mit dem Bursch steht auf dem Lehrplan. Und dann macht er nur was anderes, Lehrer auch. Und was er muss. Und die Hauptsache ist doch, dass er sich Mühe gibt. Und dass das Kind etwas lernen bei ihm. Und dass sie gern zu ihm in die Schule gehen. Einmal lieber als mir seiner Zeit. Und
wenn man gegen einen etwas hat, so ist die Wahl nicht dazu da, für ihn einen auszuwischen. Zuerst und zuletzt sollte man den Mann anschauen, ob er recht ist. Und das ist unser Schulmeister. Ja, geschlossen. Ich verdanke das Votum vom Leuenberger Jakob. Wollt Sie weiter jemanden äußern? Niemand. In diesem Fall wollen wir die Diskussion schließen und die Abstimmung vornehmen. Stimmenzähler. Wer dem bisherigen Lehrer die Wiederwahl geben will, stimmt ja. Wer ihn nicht mehr will, schreibt nein. Wird die Mehrheit diesmal auf der Seite Jakob Leuenbergers stehen, da er das Interesse der Gemeinde und keine persönlichen Belange vertritt? In einer solchen Wahl stehen sich persönliche Gefühlsmotive und streng sachliche Erwägungen gegenüber. Deshalb ist sie eine Prüfung für die Urteilsreife des Souveräns. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Das Ergebnis ist folgendes. Für die Wiederwahl haben 23 Stimmen, dagegen 3. Damit ist die Wiederwahl bestätigt. Mit dem schließe ich die Versammlung und danke euch, dass ihr gekommen seid. Der Herbst schließt den Kreislauf des bäuerlichen Jahres. Vor der Heimkehr ins Tal blasen die Sennen das Alphorn. Sommerdürren hat uns oben auf dem Berg ein Feuer zu unserem Fee geschaut. Jetzt, Ende Herbstmonat, darf der Toni helfen nachreichen. Fritz aus der Rekrutenschule heim, wo er 17 Wochen lang gelehrt hat. Daheim wartet neben der vielen Arbeit auch die Lüderenkilbe auf ihn. Grüß dich, Fritz. Der Jakob. Oh, der ist der Schmetter vorbei. Ja, ist einfach gut. Hey, Fritz. Was ist? Wo ist dich hast, du hast den nicht. Danke, Egisch. Also morgen am 8. Uhr im Grabenbrückli. Salü, Fritz! Ah, wir wollt eigentlich morgen noch an die Kilbige schwingen. Ja, wir haben das im Sinn, wenn du nichts dagegen hast. Aber wir aus Gang hier rum. Wir können dir morgen auf den Mittag nachher schauen, was du machst. Aber weisst, die Gäbig hast du es dir schon eingerichtet. Während der strengen Werken bist du in der Rekrutenschule. Quasi in den Ferien. Und gerade auf die Kilbe kommst du heim, viel Vödel, was du bist. Hi, Fanny! Frau und Kind tollen es nicht anders. Ich muss auch mitten rauf auf die Lüderen. Und die Bitte, die Frau hat noch.
Zu einem schönen und gefreuten Fest gehört die Männer mit allen richtigen Hosen los. Das gibt den jungen Leuten Kraft und Marsch. Sally! Sally! Leuenberger, Zügli, in die Hose! Der Schwinger lassen einen anderen ab. Und jeder schaut das Börtel zur Liste. Fritz mag einfach nichts sagen. Ein böser Schwinger wird er schon im ersten Gang gekurzelt. Vorn raus tun wir im Emmental schon seit alten, grauen Zeiten. Hoffentlich habe ich mehr Glück, wenn er mich brütet beim Schwingen. Der Hornuss wird mit weichem Lehm auf dem eisernen Bock aufgeklebt. Leuenberger fasst in Ruhe festen Stand und holt mit dem Träf aus. Der entscheidende Schlag soll den Hornuss hinter die Gegner bringen, die ihn mit ihren Brettern abwehren müssen. Von seiner Geschicklichkeit hängt nicht nur der persönliche Erfolg, sondern der Sieg der Mannschaft ab. Der Schlag ist gelungen. Der Hornuss landet weit hinter der Gegenpartei. Das Steinstoßen ist ein alter Sport der Männer des Tales. Gemeinderat Leuenberger beweist mit einem kräftigen Wurf, dass die Mitglieder der Dorfregierung keine Bürokraten sind. Nimmt die Gemeinde ihre Alltagsarbeit wieder auf. Das Leben der Menschen im Emmental ist einfach und oft schwer. Aber eine gewisse Würde liegt in all ihrem Tun. Denn sie sind nicht nur Bauern auf ihrem eigenen Boden, sondern Bürger eines freien Landes.